Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, dass ihr heute wieder hier seid. Ich habe heute ein Full Face First Impressions, abgesehen von einem Produkt, was die Inspiration für dieses Video war. Und zwar geht es heute um Physicians Formula. Recht neu in Deutschland, irgendwie noch nicht so bekannt und ich liebe den Butter Bronzer. Der Butter Bronzer ist für mich das wichtigste Produkt in meiner Make-up-Routine. Und ich dachte mir, wir machen heute mal ein Full Face Physicians Formula. Ich habe fast alle Produkte hier. Ein Produkt finde ich nicht mehr und das ist der Blush. Ich weiß nicht, wo er ist. Vielleicht gehe ich gleich nochmal auf die Suche. Aber ansonsten haben wir ein Full Face hier. Und ich bin richtig, richtig gespannt, was die Produkte können. Wie es ist, denn wisst ihr, wenn ein Produkt von einer Marke, was man kennt, so, so gut ist und so ein wichtiger Bestandteil in der Make-up-Routine ist, dann möchte ich mehr. Ich möchte mehr. Und das finden wir heute heraus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Falls ihr euch auch freut, dass ihr da seid, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, mich abonniert. Aber wir fangen jetzt an. Ihr könnt sehen, ich habe noch nichts im Gesicht. Ich bin noch ein bisschen fertig aus. Es ist recht früh. Ich bin aber gerade dabei, einige Sachen zu erledigen. Falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, wisst ihr es vielleicht nicht, aber ich bin ja gerade im Umzug und das Ganze ist stressiger als gedacht. Ich dachte so, total entspannt ist es. Ein paar Kisten packen. Ich habe 22 Quadratmeter. So schwer kann es gar nicht sein. Aber ich wohne seit 2 Jahren hier in dieser Wohnung und ich weiß nicht, wo so, so viel Lunder herkommt. Ich bin die ganze Zeit am Aussortieren, am Auswischen, am Wegräumen und falls ihr schon umgezogen seid, dann wisst ihr ja auf jeden Fall, wie schrecklich das ist. Aber nun gut, genug über meinen bevorstehenden Umzug, kommen wir zum Make-up. Ich habe 2 Produkte, die ich eigentlich als erstes ausprobieren will. Ich will aber das eine Produkt doch nicht ausprobieren. Ich habe hier nämlich ein Argan Oil und das ist, ja, ein Argan Oil. Ich bin mir nicht so sicher, ob es ein richtiges Argan-Oil ist oder ob es nur irgendwie eine Zusammensetzung aus verschiedenen Ölen mit Argan-Oil drin ist. Denn Argan-Öl muss normalerweise richtig dunkel gelagert werden. Es ist aber sehr, sehr gut. Was ich damit gerne gemacht habe, ist, ich habe es mir auf die Lippen gegeben und das können wir vielleicht auch machen. Ich gebe mir einfach so einen Tropfen auf meinen Finger und trage mir das hier schon mal auf meine Lippen. Und das ist sehr, sehr pflegend. Ich hatte es auch über Nacht schon in meinen Haaren drin. Also ihr könnt sehen, ich habe hier schon einiges an Produkt rausgenommen. Im Gesicht weiß ich nicht, so trocken ist meine Haut im Moment nicht. Ihr könnt sehen, sie hat so einen leichten Glow mit drauf. Deswegen lasse ich das. Aber ich möchte ein anderes Produkt nehmen, was ich recht spannend finde. Und das ist der Spotlight Illuminating Primer. Der Flakon fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Wir haben hier eine Plastikkappe in einem Metallfinish. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Es geht von Silber zu Roségold in so einem leichten Übergang. Und hier haben wir einmal gefrostetes Glas. Hier steht das einmal drauf. Und das soll mit Age-Defying Active sein. Also vermutlich soll es mich vor dem Alter schützen. Bin gespannt. Kein Problem mit Altern. Aber also ich finde sowas sehr, sehr gut. Falls ihr mein Huda Beauty Video gesehen habt, dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich Liquid Highlighter unter meiner Foundation trage. Und oh Gott, ich habe mich gerade angeschaut. Das trage ich im Moment jeden Tag, weil ich dieses Finish so liebe. Und ich gebe mir jetzt einfach so ein paar Pumpstöße hier rauf. Riecht erstmal nach nichts. Und das trage ich mir. Yes. Okay, es riecht ein bisschen schwierig. Es riecht nach nichts. Also es riecht eigentlich eher nur nach diesen Ingredienzen. Aber das ist genau dieser Effekt, den ich auch mit dem Liquid Highlighter hinkriege, nur nicht ganz so übertrieben. Also es gibt der Haut einen Glow. Es ist auf jeden Fall Glow da. Und ja, so ein bisschen Feuchtigkeitsversorgung kann ich mir vorstellen, dass es das ist. Ich weiß nicht, ob ihr es an meinen Händen sehen könnt, aber die glitzern jetzt sehr. Gebe mich hier gleich nochmal so ein bisschen unter meine Augen. Das finde ich nämlich im Moment ganz schön mit diesem Liquid Highlighter. Wenn ich mir den unter die Augen gebe, dann strahlt alles unter den Augen noch ein bisschen mehr und sieht nicht so matt und krustig aus. Da müsst ihr aber für euch ausprobieren, ob das für euch funktioniert mit eurer Haut unter den Augen. Das ist halt immer sehr, sehr persönlich sowas. Gefällt mir gut. Ist recht schnell eingezogen und hinterlässt ja so einen leichten, texturierten Film. Also es fühlt sich ein bisschen klebrig an. Ich mag das sehr, sehr gerne für Primer, weil einfach dann das Gefühl da ist, dass die Foundation besser hält. Ich sehe wieder aus wie der Zinnmann. Ich lieb's. I'm living for it. Und wir kommen zur Foundation. Ich habe sie schon geswatcht und farblich sieht das gut aus. Ich habe hier nämlich die Healthy Foundation mit Brightening Complex für alle Skin Types, also für alle Hauttypen.
Ich habe leider die Verpackung schon weggemacht, aber ich habe die Farbe MN3. Sieht einmal so aus, auch hier der Flakon fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Das ist Glas, hier ist wieder so diese Metallkappe und es fühlt sich sehr, sehr schwer an. Also das muss ich schon sagen. Ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, ich habe sie euch aber eingeblendet. Preislich ist das okay für eine Drogerie-Foundation, die so hochwertig verpackt kommt. Also im Vergleich zu einer Dior-Foundation hält das definitiv schon mit vom Packaging her. Ich würde mir 2 Pumpstöße auf meine Mischplatte geben, aber Freunde, das Ding hat gar keinen Pumpkopf. Das ist ein bisschen schwierig. Das kommt nämlich hier in so einem Schraubdeckel und hat dann hier wie diese Make-up Revolution Conceal and, ne, ihr wisst, Foundation, so ein Spatel. Finde ich schwierig, ich mag das nicht so gerne, aber wir probieren es jetzt erstmal und ich gebe mir ja die halbe Seite erstmal rauf. Das Füßchen nimmt auch nicht so viel Produkt auf. Also ich muss ein paar Mal mehr reingehen. Ja, das ist das Problem an diesen Füßchen, dass sie nicht so viel Produkt greifen. Aber ich glaube, das reicht erstmal. Ich nehme meinen Beauty-Schwamm und fange einfach mal an, die erste halbe Seite einzuarbeiten. Farblich sieht das Ganze ein bisschen dunkel sogar aus, Freunde. Wie oft ist es in meinem Leben passiert, dass eine Foundation für mich zu dunkel ist? Ich glaube, dass sie farblich perfekt so im Juni passen könnte. So vom Unterton her ist sie ja doch ein bisschen wärmer. Aber was mir sofort auffällt, ist der Geruch, Freunde. Also sie ist definitiv nicht parfümiert, sondern sie ist eher so ein bisschen schwierig vom Geruch. Falls ihr die Wet n Wild Foundation kennt, dann riecht die ungefähr genau so. Sie lässt sich jetzt nicht so gleichmäßig auftragen, wie ich es mir wünsche. Ich gehe noch mal so ein bisschen hier rüber und trage noch ein bisschen Produkt auf. Das Problem hier, was ich sehe bei dem Applikator, ist, dass es nicht so gleichmäßig aufzutragen ist und recht wenig Produkt an die Stelle kommt und dann aber recht schnell antrocknet. Ihr seht, es funktioniert. Das ist jetzt alles Meckern auf hohem Niveau natürlich, aber es ist nicht so einfach, das Ding zu benutzen. Farblich, okay, würde ich sagen. Ihr könnt sehen, okay, da seht ihr auf jeden Fall einen Unterschied. Ich mache mal die andere halbe Seite, dann zeige ich euch so ein bisschen die Deckkraft, aber ich glaube, ihr könnt schon sehen, dass es deckt schon gut ab. Okay, die Foundation ist einmal eingeblendet. Farblich ist das definitiv nicht meine Farbe, aber was haben wir gelernt? Die war ein Stückchen zu dunkel als viel zu hell. Wir gehen ja auch noch mit Concealer rüber. Also, ich muss ehrlich sagen, ich hole euch gleich ein Stückchen näher ran, dass ihr das so ein bisschen erkennen könnt. Ich finde das Finish nicht so schön auf der Haut. Also dieser Glow-Effekt, ein Traum. Ich weiß aber nicht, ob der von der Foundation kommt oder von dem Primer. Und was mich tatsächlich ziemlich stört, ist der Geruch. Also ich rieche es immer noch. Bei der Wet n Wild Foundation habe ich das Gefühl, der verfliegt recht schnell. Hier rieche ich aber immer noch die Foundation. Und das ist nicht so das, was ich mir hier wünsche. Es sieht schon okay aus. Also es ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber meistens finde ich, sind Glow Foundations so ein bisschen schöner auf meiner Haut. Also sie hat jetzt irgendwie nicht so die Haut irgendwie geblurrt, trotz dass sie glowy ist. Es ist okay. Es sieht aus, als hätte ich keine Foundation im Gesicht. Es sieht sehr gesund aus, sehr frisch. Aber, ach, das ist okay. Aber es haut mich jetzt nicht um. Das ist total schwierig, das gerade zu bewerten, weil das ist halt eine Foundation. Das Finish ein Traum, aber wie sie auf meiner Haut persönlich liegt, das gefällt mir nicht. So, okay, kommen wir zum Concealer. Habe ich nicht von Physicians Formula, weil ich habe so viele Concealer mittlerweile, Freunde, dass ich mir gedacht habe, ich kaufe nicht einfach noch was. Ich habe hier von Sleek wieder den Life Proof Concealer. Den mag ich sehr, sehr gerne und farblich ist der gerade für diese Foundation hoffentlich sehr, sehr gut. Und auch den blende ich mir hier schon mal so ein bisschen aus. Ich greife mir einfach hier ein bisschen Produkt schon mal, setze mir das auf die Nase. Aber mittlerweile kennt ihr das Spiel, wie ich Concealer benutze, glaube ich, ganz gut. Der Concealer ist einmal eingearbeitet und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, Freunde. Wir setten und auch da gibt es ein Puder. Das ist das Mineral Wear Loose Powder. Auch hier habe ich die Verpackung schon weggemacht. Das ist Translucent Light und kommt einmal in so ein Plastikdöschen. Ich muss sagen, jetzt mit dem Concealer gefällt mir die Base aber ganz gut. Okay, stopp. Also dadurch, dass ich das Ganze jetzt so ein bisschen aufgehellt habe unter meinen Augen, wirkt das Ganze
viel, viel frischer. Ich nehme erstmal alles zurück mit der Foundation. So ungesettet, ohne Concealer sah sie nicht so schön aus, aber jetzt mit dem, vor allem hier in dem Bereich, meine Poren vergrößert sind, hat es mir nicht so gefallen. Aber jetzt, okay, krass. Das Puder kommt, ganz lustig, das hat hier so ein Ding, was ich definitiv nicht benutzen werde. Und dann diese Dinger. Und dann ist das einfach so zum Rausbubbeln. Also, so viel Produkt kam jetzt auch nicht auf einmal raus, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, das kriege ich nie wieder weg. Ich nehme jetzt diese flache Seite hier von dem Schwamm, gehe einfach mal rein und wir schauen, ob wir damit irgendwie baken oder setten können. Ich presse mir das Puder wirklich hier schön in meinen Porenbereich und arbeite mich dann so ein bisschen hoch, dass ich das wenigste Puder direkt unter meinen Augen habe. Okay, hat definitiv nicht geklappt mit wenigstes Puder unter meinen Augen. Also, ich habe immer noch extrem viel Puder hier drin und so viel habe ich nicht rausgeschüttet. Also, es hat eine recht gute Abdeckkraft. Also, nicht Deckkraft, sondern wie viel kommt dann am Ende aufs Gesicht. Was ich sehr krass finde. Normalerweise habe ich das Gefühl, bei Loose Powdern oder bei losen Pudern auf Deutsch ist es immer so, und weg ist es. Hier kann ich aber wirklich oft reingehen und es bleibt immer noch was da. Ich sette jetzt nicht so wirklich das restliche Gesicht, sondern ich nehme einfach den Rest, den ich hier am Schwamm habe und presse mir das so ein bisschen in die Foundation. Ich will das jetzt nicht so ganz totmatt haben, nur so ganz leicht abmattiert. Aber unter den Augen, finde ich, sollte es schon matt sein. Dann nehme ich mir einmal so einen fluffigen Pinsel, gehe ganz leicht hier nochmal rein und sette damit den Rest. Ich lasse das Ganze doch nochmal so ein bisschen baken, weil mir das Ganze nicht gleichmäßig genug war. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den wir alle schon kennen, der Butter Bronzer. Mein Favorite-Produkt, die Inspiration für dieses Video. Ihr seht, es ist schon fast leer, weil ich dieses Produkt einfach jeden Tag benutze. Und es ist so schön. Es gibt es in mehreren Farben. Ich habe die Farbe Light Bronzer, also es gibt es auch noch in dunkler. Und der hat so eine schöne Farbe, tendiert eher in die wärmere Richtung. Aber es passt gut zu meiner Haut. Und das Schöne bei diesem Bronzer ist, der ist nicht, also der ist matt. Der hat keine Schimmerpartikel mit drin. Aber der ist vom Finish her sehr, sehr weich. Sehr, sehr feucht ist das richtige Wort für diesen Bronzer. Also es fühlt sich so an, als würdet ihr mit einem pflegenden Bronzer über eure Haut gehen. Also wie, ja, nicht wie Butter, weil Butter ist fettig. Aber der ist schön. Also das Puder hat sehr schön aufgehellt. Ansonsten gefällt mir das sehr gut, weil auch das Puder nicht so super totmatt war, sondern es hat so einen leichten, ihr seht es, so ein bisschen Bewegung kommt durch. Und das gibt dem Ganzen so ein schöneres, natürlicheres Ergebnis und sieht nicht so zugespachtelt aus, wie ich sonst aussehe. Ich möchte ein bisschen Highlighter auftragen und da habe ich auch hier den Butter Blush. Das ist, weiß nicht, ob das so ein Blush ist oder nicht. Es gibt auch so einen Applikator. Das finde ich schwierig. Also das ist wie so eine Schaumstoff-Quetschi. Und das ist eigentlich eher so ein Highlighter. Also ich nehme einen Highlighter-Brush und ihr seht, das hat nicht so wirklich einen highlightenden Effekt. Nur so einen ganz leichten. Also das ist jetzt kein Prime Glow Kit Maxim X Luvia, sondern ein zarter Schimmer, der die Haut so ein bisschen lebendiger macht. Den könnte ich mir auch hier über meinen Augenbrauen à la Huda Beauty gut vorstellen, weil er einfach nur leichte Bewegung mit ins Gesicht gibt und die Haut einfach nur frisch macht und nicht so krass highlightet. Also wenn ihr ein Typ seid, der nicht so viel Highlighter trägt, dann can't relate und dann ist das vielleicht ein gutes Produkt für euch. Gut, Freunde, jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Da habe ich ein ganz spannendes Produkt hier. Das ist das Brow Last Longwear Brow Gel. Ich bin ehrlich zu euch, ihr seht, mir fehlt ein Stück Augenbraue. Die würde ich mir ganz kurz nachzeichnen und dann gehen wir hier mit nach vorne. Okay, das ist so ein Pinsel. Da ist sehr viel Produkt dran. Also es könnte sein, dass ich mir das Ganze jetzt hier alles versauere. Aber ich bin optimistisch. Ich gehe hier so ein bisschen. Durch. Also ich verstehe es noch nicht so ganz, dieses Produkt. Vielleicht, wenn ihr eine Ahnung habt, wie ich dieses Produkt benutzen kann. Also das ist wie so eine Pomade eher, nur in sehr, 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 sehr flüssig. Für den vorderen Bereich der Augenbraue kein Ding für mich. Sieht sehr, sehr schön aus, nicht so dunkel wie sonst. Ihr könnt sehen, es hat gut Pigment. Das ist jetzt die Farbe, was ist denn das? Sekunde.
Das ist die Farbe Light Brown. Okay, also hätte ich natürlich auch dunkler nehmen können. Aber wisst ihr, was ich meine? Für ein Eyebrow Gel ist das... Also, vielleicht ist es auch für sehr natürliche Brauen. Und ich bin einfach zu sehr versaut von Insta-Brows. Von diesem, ich muss ganz viel Produkt machen. Vorne gefällt mir das Ganze sehr gut, weil es sehr, sehr weich ist. Und ich das so ein bisschen antrocknen lassen kann. Und dann durchblätten kann. Und dann ist es sehr, sehr leicht vorne. Also, dafür gefällt mir das sehr, sehr gut. Normalerweise habe ich da immer so Probleme mit meinem Augenbrauenstift, da so durchzugehen und das dann so auszublenden, dass es vorne nicht ganz so dunkel ist wie hinten. Ich muss mir hier hinten ein Ende der Augenbraue hinmalen. Das tue ich einmal mit meinem Stift von Benefit. Nun gut, Freunde, kommen wir zu den Lidschatten. Ich habe zwei verschiedene Lidschattenpaletten hier. Und das ist einmal die Sultry Nights Lidschattenpalette. Die ist eher so ein bisschen dunkler und mystischer, aber die Schimmertöne, vor allem dieses Grün hier in der Mitte, sieht sehr, 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 sehr schön aus. Und dann habe ich einmal die Tropical Days Lidschattenpalette. Die sieht einmal so aus. Und die finde ich ganz spannend. Die habe ich noch gar nicht getestet. Die andere habe ich schon ein bisschen geswatcht. Oder habe ich die auch schon geswatcht? Die habe ich auch schon geswatcht. Die sieht von innen einmal so aus. Und das ist, glaube ich, schon eher so mein Vibe. Ihr wisst ja, so Warm Tone und ist so meins. Hier ist auch so ein Applikator mit dran. Finde ich schwierig, brauche ich nicht. Also ich komme damit gar nicht klar. Ich hebe den aber auf und lasse den mittlerweile drin. Einfach, weil manchmal Schimmertöne aus bestimmten Paletten am besten mit so einem Applikator funktionieren. Das habt ihr mir beigebracht. Vielen Dank dafür. Ich greife einmal zu meinem kleinen Pencil Brush. Der ist nur gestained. Und gehe in dieses dunkle Braun hier, glaube ich. Leider ist kein Spiegel mit drin, aber Gott sei Dank habe ich ja vor mir eins stehen. Und presse mir dieses Produkt. Okay. Es ist mehr als gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass so viel Pigment dahinter steckt. Ich dachte so, Butter, das ist nämlich die Butter Eyeshadow Palette, ist so ein bisschen zart. Nein, die Farbe ist auf jeden Fall da. Ist auch vor allem so ein schönes dunkles Braun. Das geht so ein bisschen in diese lila Richtung. Hat so einen leichten lila Unterton, also ist nicht ganz so super warm. Gefällt mir gut. Die Farbe blende ich mit diesem Rot hier aus. Ich nehme den Jeffree Star Morphe Brush und gehe damit wirklich auf die Kante und blende das so ein bisschen erstmal hier aus. Problematisch kann es dann aber sein, wenn ihr mit demselben Pinsel reingeht, dass es dann einfach zu sehr gemischt wird, weil die Pigmente einfach recht weich beieinander liegen. Auch die Farbe kommt sehr, sehr gut raus auf dem Auge und sieht sehr schön aus. Krass. Ich will das Ganze so ein bisschen Cat-Eye-mäßiger heute haben, also so ein bisschen weiter nach außen gezogen. Deswegen lasse ich mir auch hier Zeit, so ein bisschen die Form schon mal vorzugeben meines Lidschattens. Super, ging wirklich, wirklich gut. Ich mache den Pinsel einmal kurz sauber. Wo denn? Nein, ich nehme einen neuen. Nehme hier von Morphe den nicht drauf, einfach einen Morphe-Pinsel. Und gehe hier in dieses Braun ganz leicht. Und blende hier mit die oberste Kante mit aus. Und okay, sie hat selbst wirklich Farbe. Also die ist nicht ganz so krass pigmentiert. Sie gibt aber Farbe ab und ist perfekt, um diese Farbe auszublenden. Also ihr wisst ja, ich blende gerne mit Farben aus derselben Farbfamilie aus, weil ich finde, dass das Ganze dann ein bisschen weicher wird. Und auch wenn man nicht so viel Lust auf Blenden hat, ist der Übergang dann einfach viel, viel weicher. Ich gehe auch mittlerweile komplett bis hoch zu meiner Augenbraue. Ich finde, das ist sonst viel zu verschenkter Platz. Diese Lidschatten haben ein bisschen Kickback in der Palette. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber funktioniert. Auf mein bewegliches Lid gebe ich das Blau, das Lila. Ich swatch euch mal beide kurz. Nee, das wird wieder nichts. Also sie sehen recht schön aus. Das Lila könnte gut passen. Ich gehe jetzt aber hier oben in dieses Kupfer. Und das ist extrem weich und sieht super, super krass aus. Und das presse ich mir einfach hier auf mein bewegliches Lid. Ganz unpräzise, einfach. Wow, okay, das ist Folie. Das sieht aus, als hätte sich eine Alufolie auf mein Lid übergeben. Und so möchte ich das. Krass. Ich mache das Ganze auch einmal unten. Nichts Spektakuläres. Okay, also das gefällt mir richtig, richtig gut. Wir geben dem Ganzen aber jetzt nochmal so den letzten Feinstift, was ich selten mache. Also dieses Produkt benutzen. Das sind hier Eye Booster Gel Eyeliner Trio in Schimmer, Satin und Matt in der Farbe Black. Ich benutze sehr, 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 sehr selten schwarzen Kajal, glaube ich. Ne? Und ich nehme jetzt einfach hier den schwarzen, drehe den einmal raus. Spitze ist zum Rausdrehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und damit gehe ich direkt in meine Wasserlinie. Komplett, überall.
Ich habe daraus auch gleich so einen Wing gemacht, noch, dass es so ein bisschen Cat-Eye-mäßiger ist. Den sieht man jetzt nicht, es hätte wär nicht nötig gewesen, aber es gibt dem Ganzen einfach nochmal so einen leichten, mehr Sultry-Touch. Also die Spitze war nicht ganz so fein, um einen perfekten Eyeliner zu ziehen, deswegen, also nicht, dass ich den perfekten Eyeliner ziehen könnte, aber für ihn war das gut. Ich gehe jetzt einfach nochmal mit dem Eyeliner hier rüber und intensiviere das, weil die Linie war mir nicht scharf genug. Also das ist ein Eyepen zum Aussmoken, glaube ich, sehr, sehr gut, aber zum Eyeliner ziehen nicht und für die innere Wasserlinie top. Wow, okay. Sehr, sehr intensiv die Augen. Das Ganze ist jetzt in eine Richtung gegangen, die ich mir nicht gedacht habe. Ich würde einmal ganz kurz was auf die Lippen geben. Da habe ich hier die Healthy Lips in der Farbe Coral Minerals vielleicht. Auch hier das Verpackungsdesign richtig hochwertig, sieht aus wie Dior. Füßchen, das sieht aus wie das Jeffree Star Füßchen. Okay, die Farbe passt gar nicht zum Look. Ich dachte, das ist dunkler. Die Farbe ist nicht so meins. Deswegen, Freunde, gehe ich noch mal kurz mit einem dunkleren Lip Liner hinterher. Fühlt sich sehr, sehr gut auf den Lippen an. Ist matt, ist eher so ein Velvet Finish, aber gibt dem Ganzen so einen leichten Weichzeichner-Effekt. Also meine Lippen sind nicht die gepflegtesten im Moment, leider. Aber es sieht gar nicht schlecht aus. Ich würde mir einmal ganz kurze Lashes drauf machen, Freunde. Und Mascara. Dazu benutze ich die Eye Booster Mascara hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look Full Face Physicians Formula. Wie findet ihr es? Ich bin, ja, ich finde es gar nicht schlecht. Die Foundation finde ich persönlich ein bisschen dunkel. Wird dann jetzt im Vergleich so zu meinem restlichen Körper. Ansonsten muss ich sagen, dass das Ganze sehr, sehr gut aussieht. Dieser Schimmer auf meinem Lidschatten, mega. Ich liebe diesen Kajal, generell Kajal. Ich meine, das macht das ganze Auge einfach nochmal viel, viel krasser und intensiver. Auch die Textur des Lippenstifts gefällt mir sehr, sehr gut. Es fühlt sich super weich an. Es sieht nicht so eklig trocken aus, so krustig und crusty, sondern es sieht einfach aus, als hätte eure Lippe diese Farbe und ist sehr, sehr weich. Dadurch, dass es so ein bisschen velvety ist, wirkt das Ganze natürlich aber auch noch ein bisschen weicher. Ich glaube, dieser Look mit einer dunklen Lippe, dann ist Huda Beauty am Umfallen. Huda Beauty. Huda Beauty am Umfallen. Ich lieb's. Ich muss sagen, wirklich, wirklich richtig schön. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bronzer, top, Foundation. Der Primer, richtig, richtig gut. Mascara auch. Lippenprodukt, top. Puder, muss ich noch ein bisschen weiter testen, ob ich damit klarkomme. Ansonsten schaut gerne vorbei, traut euch an die Marke ran. Bis jetzt war jetzt, es war jetzt kein Produkt, wo ich gesagt habe, nee, geht gar nicht. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich bin gespannt, was ihr von Physicians Formula schon habt. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf.